So, Freunde, da guckt er, wa? Chris Portage immer an den schönsten Orten, ja, und immer mit den außergewöhnlichsten Berufen. Und ich mache hier heute keine Höhenforschung, ja, falls man das so denken könnte, dank meinem Helm. Ich bin hier bei der Michaela. Michaela ist eine Hörerin von uns und die hat einen ganz mega geilen Job. Ja, ich bin hier in der Waldarbeitsschule in Kunster Spring, Nähe Neuruppin. Wa? Meine Heimat, ja. Und hier werden wir mal gucken mit der Michaela, was die hier so machen, wie die hier Forstwirte ausbilden und was die also können müssen. Und ich habe mich natürlich sicherheitstechnisch an den Standards gehalten, ne, Michaela? Naja, also mit dem Helm siehst du gerade ein bisschen aus wie Klapps Liebling. Also ich würde da gern mal... Also so sieht es dann auch wirklich gut aus. Sehr gut. Also meine Ohren zusammen falsch. Sehr. Aber ansonsten, guck mal, ich habe hier 1A Schnitthose, Schuhe, wa? Ja. Also sicherheitstechnisch kannst du mir ja nur nichts vorwerfen. Ja, Schuhe, Schnittschuhe, ja, sind zwar älteres Modell, gehen aber auch noch. Bei der Hose habe ich schon gesehen, die ist KWF geprüft. Das gibt einen großen Bonuspunkt. Ja. Okay. Aber wenn ich so jetzt nach oben gucke... Was denn? Die Kutte, wenn du auf die jetzt unbedingt bestehst, können wir anlassen. Ja, also... Aber Knopf zu. Weil? Knopf zu, ich will ja nicht mit dem Knopf zukriege. Ja, das ist ein Problem, weil da kann man sich aufhängen, wenn man zum Beispiel auch durch den Wald geht oder man, die Säge kann sich drin verfangen oder irgendwas ähnliches. Und die tollen Bamsel von deinem Pulli, die müsstest du auch wegstecken, weil wenn die in die Motorsäge kommen, dann hast du ein großes Problem. Nicht, wenn du hier einatmest, dass ich hier einen Knopf gegen den Kopf kriege. Nee, so. Das sieht, ja... Ich sehe schon, hier unten liegt eine Kettensäge. Das heißt, wir werden jetzt hier bestimmt gleich mal an dem Stamm rumsägen. Freunde, ich sage es lieber gleich, ja, bevor mir nachher irgendwann die Kommentare kommen von wegen, ja, nur damit du jetzt hier einen Beitrag machen konntest, habt ihr jetzt hier Bäume umgelegt und Bäume müssen sterben, nur damit ihr jetzt hier eine Sendung machen könnt. Also erstens, der Baum, der liegt hier schon zurechtgeschnitten, dafür kann ich nichts. Und zweitens, als Forstwirt ist man ja auch da bestrebt, auch mal ein bisschen Ordnung im Wald leider zu haben, ne? Oder es gibt ja auch Bäume, die müssen gefällt werden. Ja, schon alleine durch den starken Hitzensommer letztes Jahr mussten wir leider viele Bäume fällen, weil sie halt stark mit Käfern befallen sind. Die gehen ins Holz und zerfressen das Holz. Und damit wir wenigstens keinen Totalausfall haben für das Holz, fällen wir es, damit halt noch was Ordentliches draus gemacht werden kann. Wie gehen wir denn jetzt vor? Ich würde das Ding jetzt hier anschmeißen, zack, drüber sägen und fertig ist der Lack. Nee, du schmeißt erstmal noch gar nichts an. Das zeige ich dir erstmal und erkläre es dir. Weil an dem Stamm, da der jetzt auch so ein bisschen schief steht, können wir jetzt zum Beispiel schon mal den 90-Grad-Schrägschnitt, also den 90-Grad-Schnitt üben. Und du kannst an dem Stamm auch noch einen Stechschnitt üben. Kann ich. Keine Ahnung, was das ist, aber es hört sich so an, als wirklich das kann. Okay, dann zeig mir doch mal, wie das jetzt hier geht. Also ich ziehe natürlich jetzt noch ein paar Handschuhe an. Ich habe mir natürlich selber Handschuhe mitgebracht. Das sind aber eher so Maurerhandschuhe. Ja, aber die gehen. Oder? Die gehen trotzdem. Ja. Ja, siehst du. So, starten. Du bist ein Kerl, also werde ich mal davon ausgehen, dass du die ordentlich zwischen die Beine ankriegst und nicht vom Boden. Ja. Weil es gibt die Lady-Variante, sage ich es jetzt mal so. Stellt man sich hier rauf und zieht sie an. Ja. Wir machen das aber ordentlich. Wichtig ist Kettenbremse rein beim Starten. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, wenn du mit dem Ding... Ja, stell dich mal woanders hin, genau. Ja. So. So. Die Ohrenschnuffis aufgesetzt. Warte. So. Zack. Und an. Ich wette, die Michaela ist auch so eine, die steht an der Ampel und wird erstmal schön Dauergas geben die ganze Zeit, ne? Was war das eben? Warum hast du die da jetzt so lange an? Das macht man, um sie erstmal kurz warm laufen zu lassen. Ja. Und um zu gucken, ob die Kette nachgespannt werden muss. So, ich werde jetzt einfach mal einen Schnitt machen. Einfach ganz normal gerade von oben, dann von unten. Dann werde ich mal einen Trennschnitt zeigen. Das heißt, bis zur Hälfte reinschneiden von oben und bis zur Hälfte reinschneiden von unten. So, erstmal das Ding wieder anschmeißen. Haha, abgesoffen. Leg dich nie mit einer Forstwirtin mit Kettensäge an. Ja. So, also Teil ist an. Michaela, leg jetzt los. Was ist jetzt los?
So, das war ja ein kurzes Gasspiel. Ach nee. Kein Benzin mehr drinne. Ja, wir müssen tanken. Super. Gut, Michaela, nach dieser wunderbaren Sache hier. Ja. Ja, kann ja mal passieren. Was soll's? Ja. Legen wir nochmal los. Ja, kleiner Versatz. Ja, kleiner Versatz. Okay, das ist Respekt. Man muss auch mal nahtlos oder neidlos anerkennen, wenn jemand was kann. Fällt mir zwar schwer, so. Aber so, jetzt bin ich dran, oder? Ja. Ach, du ahnst es nicht. So, was muss ich jetzt machen? Was war hiermit? Muss ich hier irgendwas? Ist die Kettenbremse drin? Ja, ist drin. Ja. So, und jetzt einfach anziehen, ne? Weil genau, die ist ja schon warm gelaufen. Genau. Und du machst halt, halt, halt. So, was haben wir vergessen? Was haben wir vergessen? Naja, wird gleich laut. Ich weiß nicht, ob du dein Gehör magst, aber ich mag mein Gehör schon. Ein ganz schöner Sklaventreiber hier. Du, ich war letztens bei der Domina gewesen. Ich habe das Video gesehen. Ja, da würdest du mit deinem Ton auch sehr gut hinpassen. So. So. Ja, Mami. Junge, Junge, Junge. So. Dann... Kettenbremse raus. Und jetzt einfach runterschneiden, ja? Genau. Ja. Jetzt von unten. Ah, da war jetzt schon ein bisschen ruhig, ne? Weil es ein bisschen gestaunt hat. Kleiner Keil war schon drin, aber. Ja, ja, ja. So. Jetzt einmal von oben und einmal von unten. Da freut sie sich schon. Nicht schlecht. Bisschen schief, aber gut. Nein. Aber ich habe jedenfalls keinen Versatz drin. Na, das sah doch gar nicht schlecht aus. Achte mal, wa? Also die Ausbildung hätte ich doch schon im Sack. Nicht mal im Ansatz. So, was? Ist jetzt noch ein Fell? Ja, logisch. Jetzt. Aber nur, ne, ja, wenn der gefällt werden muss. Naja, wir stellen ihn jetzt da auf im Simulator. Ach so. Ja. Ja, dann machen wir das doch. Wir stellen jetzt ihn auf den Simulator. Übrigens, Freunde, so sieht das morgens beim Mann auch immer aus. Für ihn, der sich das mal bildlich vorstellen wollte. Und zack, klingelt der Wecker. So, aber der steht ja jetzt noch leicht schräg hier, ne? Ja. Soll das so sein? Das soll so sein. Das nennt man einen sogenannten Vorhänger, weil die Bäume stehen ja auch nicht immer alle gerade. Wie nennt man das? Ein Vorhänger. Ihr seid schon ein paar kleine versaute Schweinchen hier. Der Vorhänger. Ja, es gibt den Vorhänger, es gibt den Rückhänger. Ja. Und es gibt den Seithänger. Ja. Seithänger ist jetzt immer links oder... Na komm, wir schweifen ab. Wir schweifen ab. Da wird hinten, wenn man den Stechschnitt macht, den Feldschnitt, ein kleines Stück Holz noch stehen gelassen. Kann man in aller Ruhe noch mal Achtung rufen. Mhm. Sich soweit fertig machen, dann wird hinten durchgeschnitten und dann fällt der Baum. Ich weiß auch noch nicht genau, was das sein soll, was das jetzt wird, aber... Was soll da schief gehen? Der hängt ja schon schief. Also zu Beginn... Machst du erstmal einen Fallkerb. Ein was mache ich? Ein Fallkerb. Ich denke, du hast schon mal Bäume gefällt, hast du mir groß erzählt. Keil reinschneiden. Ja. Ja, nennt sich Fallkerb. Ach so. Ja, warum sagst du nicht einfach Keil reinschneiden? Weil es Fallkerb heißt. Merkst du? Hier herrschen andere Töne. Ich denke, die wieder ankriegen. Ach so. Fein, das gibt ein Eins mit Bienchen. Ich lerne aus meinen Fehlern. Ja, ich merke schon. So. So.
Durchschnitt. Stopp. Man sieht jetzt, mach mal aus. Ist doch fast. Man sieht jetzt so richtig schön den Fehler. Ich sehe überhaupt keinen Fehler. Nein, überhaupt nicht. Ist der Fallkern rausgefallen? Ich denke nicht. Also, wenn, dann ist das bloß ein Zeichen von schlechter Anleitung. Schlechte Anleitung? Ich habe mich ja schon halb kaputt gelacht, wie du die Säge hältst. Also, Entschuldigung. Jetzt wird sie frech. Ja. Ja, komm, ein Millimeter. Ein Millimeter? Quasi hier müsste deine Bruchleiste sein. Du hast quasi den Baum totgeschnitten schon. Schon mit dem Fallkern. Tja. Ich werde jetzt da drüber mal ansetzen und dann zeige ich dir mal, wie das ordentlich auszusehen. Ja. Ja. Ja, ja. Also anders hat es bei mir auch nicht ausgesehen. Ja. Uns das jetzt noch mal an, das Spektakel. Da ist eine wunderschön geformte Bruchleiste. Ja. Ja, guck mal, wo dein Schnitt gewesen ist. Aber ja, da hätte ich nur einmal mit dem Hammer ein bisschen gegengehauen und dann wäre das Ding auch rausgefallen. Wenn du jetzt Lust hast, können wir uns mal eine Forstmaschine im Einsatz angucken. Ja, da sind super. Auch gerade ein paar Azubis in der Forstmaschinenführerausbildung. Sehr gut. Und ja, mein Kollege hat mir schon gesagt, wo die sind. Okay. Und dann werden wir uns das mal angucken. Ja, mal gucken, was die Azubis denn so sagen. Genau. Welche denn hier, wie sie denn ihre Ausbilderin finden. Na, mal sehen, welche Traumata da zutage kommen. So, wir fahren hier gerade mit Michaela durch den Wald zu den Forstmaschinen. Und so, Michaela, das sieht ja nach einem schönen Männerspielzeug aus hier. Ja, ist aber auch für Frauen kein schlechtes Spielzeug. Ja, das ist mir klar. Fängt sie wieder an mit. Was ist das für ein Teil? Das ist ein Harvester, ist eine Holzerntemaschine. Eine Holzerntemaschine. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Siehst du diesen schönen Kran, ja. Das Aggregat, was da vorne dran ist? Da sieht man so schön, dass da so eine, man könnte sagen, wie von einer Motorsäge da eine Schiene dran ist. Ja. Und mit diesem tollen Gerät greift man sich den Baumstamm und schneidet ihn unten ab. Und dann fällt man den Baum. Und dann kann man den aber mit dem Gerät gleich noch zuschneiden auf die Kundenwünsche, Länge. Der entastet wahrscheinlich dann auch gleich. Der entastet auch gleich. Der hat auch Astungsmesser dran. Ihr seid ein richtig faules Pack. Ja? Könnt ihr das nicht alleine machen? Das würden wir gerne, aber das will keiner mehr bezahlen. Mahlzeit. Ach, das ist ja hier interessant. Ach, darf man hier drinnen den Helm absetzen? Ja, hier drin ist kein Problem. Ah, sehr gut. Umsturzsichere Kabine. Oh. Polycarbonatscheiben, also wir sind hier. Das ist ja mal angenehm. Gut geschützt. Ich glaube, da würde sich jeder Gamer würde sich über so einen Stuhl sehr freuen. Und Sie können mit allen diesen Knöpfen was anfangen, ja? Ja, schon, ja, doch. So nach und nach gewöhnt man sich dran. Wie so ein Greifarm werden die Bäume gefasst und dann werden sie einmal komplett durchgeschoben und dadurch, durch dieses Durchschieben, durch dieses Aggregat, werden die dann praktisch schon entastet. Und dann anhand dieses Kettensägenblattes, was da mit dran ist, dann natürlich in die gewünschte Größe einfach zurechtgeschnitten. Früher hattest du so deine Lego-Technik gehabt und hast so gedacht, oh, dann fährst du damit durch dein Kinderzimmer, ja? Hier kannst du mit durch den Wald heizen. Ja, da wird richtig der cool. Mann wieder zum Kleinen, ja? Jungen. So, wünsche ich mir zum Geburtstag. Kann ich denn eine Neuruppin durch meinen Garten? 5 Meter vor, 5 Meter zurück. So, ich bin ja hier in der Schule sozusagen, ja? Und da, wo gelehrt wird, da müssen ja auch irgendwo mal Azubis sein. Und Julius, du bist Azubi, ne? Welches Lehrjahr bist du? Drittes Lehrjahr. Und du fährst jetzt hier mit dem Vieh? Mit dem Ding hier und säbelst hier die Bäume um? Ja, mit dem kleinen Ding. Mit dem kleinen gelben Waldgärtner. Mit dem kleinen gelben, vor allem dem kleinen Gelb. Ja, ja, ist klar. Und sag mal, die Michaela, die hat ja vorhin schon erzählt, du hattest die in der Ausbildung gehabt, erstes Lehrjahr? Ja. Ja, und wie ist sie so? Ich meine, ist ja schon, wenn man mal ehrlich ist, schon ein schöner Feldwebel, oder? Nö. Also es ist eine ganz nette. Ja, eine ganz nette. Ich habe vorhin auf dem Übungsplatz ein paar Schnitte gemacht. Die hat ja da einen Ton an sich gehabt, wa? Ich habe nur noch gedacht, die haut mir mal zack, ein paar eine rein oder so. Man muss auch hören, was sie macht. Was sie sagt, nicht was sie macht. Ist doch alles abgesprochen hier bei euch, oder? Was soll das? Nein. Ne? Nein. Ja, aber immerhin konnte ich da auftrumpfen. Also wenn ihr sie mal ärgern wollt, dann müsst ihr einfach nur mal sagen, dass der olle, dumme Star-FM-Moderator einen besseren Teilschnitt hingekriegt hat als sie. Stimmt ja gar nicht. Bitte was? Ja, weil sie hat einen kleinen Absatz gehabt. Bei mir war,
Also da hättest du eine Wasserwaage drauf legen können. Ja, nichts. Ja. Ja. Also falls du es mal ärgern willst. Also, der Rest hat alles verkackt, aber da hab ich triumphiert. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Prüfung. Wann hast du deine Prüfung? In 2 Wochen. Aua. Eieieiei. Na dann. Ich habe mir sagen lassen, was heißt das? Gut Holz. Genau. Gut Holz. Gut Holz. Ja? So, wir sind jetzt hier im Wald, ja, der Harvester da hinten, der säbelt noch weiterhin fleißig Bäume um, die da weg müssen. Michaele, war wirklich sehr interessant hier bei dir. Wenn ich jetzt sage, pass auf, ich hätte jetzt voll Bock, da irgendwie so eine Ausbildung zu machen, wie funktioniert das? Muss ich mich da irgendwo bewerben? Kann ich mir irgendwo Infos einholen? Ja, also du kannst dich direkt bei der Waldarbeitsschule Kunster Spring bewerben, einfach Bewerbungsunterlagen fertig machen. Man kann sich jetzt auch schon bewerben wieder fürs nächste Einstellungsjahr. Natürlich ist wichtig, mathematische Fähigkeiten sollten gut sein. Muttersprache, Deutsch natürlich auch. Jetzt fragen sich viele, wieso Mathe in der Forstwirtschaft, weil wir viel Fachrechnen machen. Also wir müssen viele Bestände durchrechnen, wie viel Holzanfall und Festmeter und Raummeter und alles umrechnen. Und da müssen die schon auch ein bisschen sattelfest sein. Also, wenn ihr Bock habt, dann kann ich euch die Schule hier bloß ans Herz legen. Das sind wirklich nette Menschen, auch wenn ich ab und zu mal die Michaela mal ein bisschen, ne, wenn die ein kleiner Feldwebel ist. Aber ansonsten sind wirklich alle sehr nett hier. Und es ist echt ein cooler Beruf, ne? Bist draußen in der Natur. Und wenn du sagst, du willst das einfach mal anschauen, ja, dann komm einfach mal vorbei, weil ich habe nämlich auch gehört, ihr habt auch sowas wie Tag der offenen Tür mal und dann sind auch Meisterschaften mal. Also wenn du das auch mal angucken willst, da kannst du dir schon mal ein schönes Bild machen, wie das hier halt aussieht. Und ja, ich sag danke und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann mal, wenn es dann zum Jagen geht. Da bin ich ja mal gespannt, welche Übung ich da machen darf. Also ansonsten, wie gesagt, gut Holz, ne? Star FM Maximum.